Okay, hier sind wir wieder zurück bei den Stuttgart Open 2010 hier auf dem Center Court vom Billard Sportcafé Carambolage in der Rotebühlstraße im Herzen von Stuttgart. Und wir sind jetzt bei den letzten 32 Spielern angekommen und wir haben hier ein Match zwischen Christoph Kreter und Oliver Ortmann. Und ja, das kann schon ein recht interessantes Match werden. Okay, ich denke, die Favoritenrolle ist klar verteilt hier. Oliver Ortmann, legendärer Spieler aus Deutschland, hat schon 1989 eigentlich den Reigen der großen deutschen Billardsiege eröffnet mit dem Gewinn der US Open 1989 im 14-1. Das war absolut großartig und infolge dessen haben sich auch immer mehr deutsche Turniersiege auf internationaler Ebene durchgesetzt. Und hier bekomme ich gerade von der Turnierleitung hier den Überblick über den gesamten Turnierplan der letzten 32. Und da sehe ich auch unser Match, Oliver Ortmann, Christoph Kreter. Und der Gewinner von unserer Partie spielt gegen den Gewinner zwischen Andreas Heim und Christian Max Einer. Auch eine interessante Partie, also da kann man schon mal im Voraus schauen, vor allen Dingen, was für ein Match wir als nächstes auf unserem Center Court zu sehen bekommen. So, Oliver Ortmann mit dem ersten Break. Wir spielen auf 8 Gewinnspiele. Gewinner breakt. Also kein Wechselbreak, sondern traditionelles Gewinner breakt. Und dann schauen wir uns gleich mal den Break an hier von Oliver Ortmann. Oh, das war knapp mit der weißen, aber hat eine Kugel bekommen hier. Wahrscheinlich eine von den zwei Kugeln hinter der 1. Die 2 ist gefallen, hat eine Position auf die 1 und ja, aber eine bequeme Partie ist das nicht. Hier nochmal die Wiederholung, Oliver Ortmann. Wow. Da ist natürlich Power drin. Zumindest hat er jetzt mal den Einstieg mit der 1, auch wenn er etwas übergreifen muss. Aber das Hauptproblem ist natürlich direkt hier die Schlüsselposition zur 3, die von der 6 blockiert wird. Und soweit ich das sehe, er kann jetzt keine Position... Naja, ich sage nicht, dass es möglich ist, jetzt eine Position hinter der 3 für die Mitteltasche oder so zu bekommen. Ja, vor allen Dingen für Oliver dürfte einiges nicht unmöglich sein. Aber ich denke, er wird sich die Weiße einfach zwischen 5 und 7 runterlaufen lassen. Ja? Und dann da die Position, wo er gerade eingenommen hat, dann schaut er sich wahrscheinlich die Kombinationsmöglichkeit an, von der 3 auf die 6. Das ist durchaus real, weil die 6 relativ nah an der Ecktasche liegt. Er muss nur aus dem Schatten von der 8 rauskommen. Auf der einen oder auf der anderen Seite? Okay, zurück und... Wow, das ist mal eine Top-Position, würde ich sagen. Das ist ja mal richtig klasse gewesen. Also er fängt schon richtig stark an. Oliver Ortmann hier. Einer von, naja, in Deutschland könnte man sagen, es gibt viele große Spiele, großartige Spiele. Immer dann, wenn ich den Leuten hier irgendwie einen großartigen Spieler reinziehe, fangen sie an, Fehler zu machen. Okay, er hat selber darüber gelacht. Hier ein kleiner Leichtsinnsfehler, vor allen Dingen dann, wenn man bedenkt, was für ein toller Stoß das davor war. Und damit Christoph Kreter an der Platte. Und naja, der erste kleine Fehler von Oliver, das ist schon die erste Vorlage für ihn jetzt, das Match ausgeglichen zu gestalten. Auch wenn er jetzt nicht der Favorit ist, hat er sicherlich seine Chancen. Sehr guter Spieler hier von... aus dem Frankfurter Raum. Und er hat schon vorhin angesagt. Ich meine, gestern habt ihr ihn gehört. Er hat zwei Matches co-moderiert mit mir zusammen. Wir haben viel Spaß gehabt. Und so, jetzt seht ihr ihn selber in Action, falls ihr gestern zugehört habt. Und er hat schon gesagt, er ist von den großen vier. Und wenn wir von den großen vier in Deutschland sprechen, dann meint man gewöhnlich Oliver Ortmann, Ralf Suquet, Thomas Engert und Thorsten Hohmann. Und von den großen vier ist es ihm gelungen, gegen 3 davon schon zu gewinnen. Einer von den großen vier fehlt ihm noch, hat er gesagt. Und das ist Oliver Ortmann. Und diese Gelegenheit hier und heute, hat er gesagt, möchte er wahrnehmen, um seine Sammlung zu vervollständigen. Also, das ist doch mal
eine interessante Ansage, was unser Match sicherlich sehr interessant macht. Und er fängt auch an, sehr sicher zu agieren. Und zwar noch keine großen Probleme jetzt hier aufgetreten, aber das ist die eine Aufgabe, wie geht man mit Problemen um, wenn sie denn tatsächlich auftreten am Tisch. Aber die andere Aufgabe ist auch, man muss standhalten können und eine klare Partie, die da liegt, auch wirklich sauber runterspielen können, ohne sich selbst Probleme einzuhandeln. Und das macht er doch mal sehr, sehr sauber und anständig, muss man sagen. Christoph Kreter hier von Walldorf. Ich möchte jetzt nicht genau sagen, Felden-Walldorf oder Walldorf-Astoria oder... Die haben da nämlich ziemlich nah beieinander eine 2-3 Vereine und die verwechsel ich ständig. Ja? Also no offense, ja, also verwechsel ich ständig. Und hier der Spielball für das erste Spiel, für die 1-0 Führung. Da ist dann doch ein kleiner Gedanke ihm durch den Kopf geschossen. Er hat gestern gesagt, es ist unbeschreiblich, was ihm manchmal durch den Kopf geht. Was für Sachen er plötzlich denkt, hat er so oft gesagt. Und da scheint ihm jetzt mal ein Gedanke durch den Kopf gegangen zu sein, der jetzt nicht wirklich was mit der 10 zu tun hatte. Und damit hat Christoph die Gelegenheit nicht nutzen können, den Fehler von Oliver. Und Oliver zieht erstmal mit 1-0. Naja, davonziehen würde ich nicht sagen, wenn wir gerade erst ein Spiel gemacht haben, aber so ist es. Das ist ein Fehler, der nagt dann ein. Oh. Statt 1-0 Führung, 1-0 hinten und das gegen Oliver Ortmann. Das wird für einige negative Gedanken womöglich bei Christoph Kreter sorgen. Und an der Stelle hier, wenn schon aufgebaut wird, ist normalerweise Werbepause. Das heißt, da zähle ich unsere Sponsoren auf. Einige seht ihr eingeblendet. Pool Stage, E7, Billard Beckmann, Happy Snack, Busch Billard und die Stadt Stuttgart. Und hier kriege ich gerade das Tableau ausgedruckt von hervorragender Service von der Turnierleitung, die direkt hinter mir ist. Und Weiße beim Break abgegangen von Oliver Ortmann. Beim ersten Break war es auch so, dass er ein bisschen die Kontrolle an der Weißen verloren hatte. War auch ziemlich nah an der Mitteltasche, wenn ich mich recht entsinne, und jetzt in die Ecktasche. Also die Weiße macht immer noch die Hauptprobleme hier beim Break. Allerdings nicht nur jetzt beim Oliver, sondern das ist natürlich eines der Hauptprobleme überhaupt von allen Spielern. Die Weiße bei dieser Kraft, bei diesem Tempo, das bei dem 10-Ball-Break meist gefordert wird, die Weiße dabei unter Kontrolle zu halten, soweit es eben geht. Die totale Kontrolle scheint eher illusionär, aber naja, wer sind die besten Breaker hier im 10-Ball weltweit gesehen? Da gibt es dann Namen wie Shane van Boning wird so oft genannt. Amerikanischer Topspieler. Aber manchmal sind es eben nur Momentaufnahmen. Das heißt, irgendein Hobbyspieler sieht jemanden beim Turnier, beobachtet ihn und in dem Turnier, in dem Satz macht er 5, 6, 7, 8 perfekte Breaks hintereinander und beim anderen Break gelingt ihm das vielleicht, beim anderen Turnier gelingt ihm das vielleicht gar nicht mehr. Aber der eine hat jetzt nur das eine Match gesehen und dann schreibt er irgendwo in irgendeiner Kolumne, in irgendeinem Forum, hat das beste Break, kriegt das immer so hin, immer perfekt und so. Und es ist natürlich doch nur eine Momentaufnahme und wer jetzt letztlich den höchsten Prozentsatz hat, ja, an guten Breaks, wie soll man, das ist schwer herauszufinden. Obwohl es sicherlich interessant wäre, das wäre mal eine Aufgabe für eine empirische Studie. Okay, Christoph Kreter also wieder guten Start hier, Standardpartie, wieder sauber runtergespielt.
gute Position. Und, oh, hier kriege ich gerade. Hallo, Dominik. Kleine Buchlieferung. Dankeschön. So, und immer noch in guter Position. Spielt das also ganz sauber, anscheinend runter. Und wir wollen hoffen, dass er diesmal die 10 nicht wie in der vorigen Partie wieder tatsächlich völlig unnötig vergibt. Okay, erstmal die lange 9. Kleiner Mini-Rückläufer, noch nicht mal nötig, Stoppball reicht auch. Aber man weiß ja, Christoph, was er sich für Gedanken macht, ja? Da kann so ein Ball ganz schön schwer werden. Ah, der ist über zwei Banden schon mal reingerutscht. Und jetzt die 10. Da wird ihm noch hoffentlich nicht in Erinnerung kommen, was er vorher mit der 10 gemacht hat. Okay, schön sauber. Einfach ein Bild erstellen, wie die 10 reingeht, nichts anderes zulassen. Runter. Konsequent einschätzen, okay geben und konsequent runter. Okay. Damit 1:1 hält es dann doch ausgeglichen in unserem Match auf 8 Gewinnspiele. Und da lacht er auch schon wieder. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, hier sich wieder ein bisschen zu entspannen. Und an der Stelle habe ich es gerade vorhin kurz erwähnt, nicht wahr? So Sponsoren haben wir schon erwähnt. Was haben wir noch? Jiri hat jetzt gewechselt. Name von dem Jiri bitte. Nando Passe. Nee, Nando Hasse. Okay, wir haben also Schiedsrichter Nando Hasse. Gestern hatten wir noch Fefzi und jetzt ist es Nando Hasse. Das muss ich mir direkt mal aufschreiben hier. Okay. Und wenn ich mir so das Turniertableau anschaue, das könnt ihr bestimmt auch irgendwo im Internet sehen, nicht wahr? Da sehe ich also auch viele interessante Partien, wie zum Beispiel, was haben wir da? Christian Reimering, Holger Gries, das ist natürlich ein Klassiker. Hochinteressant, 11 Uhr, kommt also noch Nikolas Ottermann, Sascha Tege. Auch ein Schmankerl, möchte ich mal sagen. Was haben wir denn noch? Thorsten Hohmann, Danilo Radunovic, ja. Tobias Heuss, Ugo Türkü läuft gerade, Benjamin Bayer, Philipp Schröder, Manuel Ederer. Mhm. Hier das Break. Oh, da hat er aber, man kann schon fast von einem Softbreak reden. Hier mit Erfolg, die 1 ist gefallen, wenn die 2 jetzt noch vorm Loch liegen bleibt, dann hat er auch eine Fortsetzung. Na, das ist doch mal effektiv. Ohne jetzt mit aller Macht reinzukacheln, hat er hier ein relativ gut kontrolliertes Break hinbekommen. Mit Position. Er hat sogar neben der 1 auch noch die 7 geschafft. Jetzt, wenn er die 2 spielt, da muss er natürlich, naja, auf die lange Entfernung muss er noch ein bisschen tief erhalten an der Weißen. Oder ganz, ganz viel Linkseffekt geben, dass er hinten an der 10 vorbeikommt und die Weiße wieder etwa in der Mitte platziert, um die 3 in die gleiche Tasche spielen zu können. Alles andere wäre ganz, ganz dünn, die 2 mit Konter. Nee, hier geht es ganz außen rum für die Mitte eigentlich, aber da hat er sich im Tempo um etwa einen Meter verschätzt. Aber das macht ja nicht allzu viel aus im Billard, nehme ich an. Ja, und nimmt man halt ein bisschen längeren Ball in Kauf. Aber der ist jetzt nicht wirklich schmackhaft hier. Die 3 liegt richtig weit weg. Muss ich direkt mal aufstehen? Manchmal habe ich auch, wenn ich aufstehe, einen guten Blick. Boah, der ist schwierig. Die gleiche Tasche oder die andere Tasche? Muss ich für eine dieser Fußtaschen entscheiden? Sieht so aus, wie wenn er die andere nimmt. Das heißt, die linke. Ja, da. Verschossen. Wer will es ihm verdenken?